Guten Morgen. So, heute ist es mal an der Zeit, um mich zu bedanken. Erstmal an alle, die mir immer was mitbringen. Einmal danke Marion, hier ist Pfefferminze und die riecht. Davon habe ich mir heute Morgen schon ein Pfefferminztee gemacht und jetzt wollte ich euch mal eben zeigen, was ich daraus mache. Die vordersten Spitzen, die habe ich mir schon alle abgeschnitten, das heißt alle, die meisten. Ich habe so viel geschenkt bekommen. Da sitze ich schon eine ganze Woche dran, jedes Mal, wenn ich mal ein bisschen Zeit habe. Die verwerte ich nachher mal in einen Kranz. Kränze, danke, danke, danke an die vielen Lieben, die mir Hortensien vorbeibringen, wo ich welche abschneiden kann. Ich mache so viel Kränze, es macht so viel Spaß. Jetzt ist auch einmal ein Kräuterkranz dran. Ich ziehe das einfach von oben nach unten ab. Das ist am einfachsten. Das mache ich jetzt ein paar Mal. Ich habe schon alles ausprobiert, mit der Schere zu schnibbeln. Da oben das Dünne, das darf auch ruhig mit im Tee. Ich nehme immer so kleine Teebeutel und dann ziehe ich und zupfe das einfach ab. Einiges verwerte ich auch ganz, ganz gerne in meine Duftkissen. Auch immer sehr schön. Das schön riecht im Bett beim Schlafen. Ja, ich brauche nicht so viel Schlaf. Ich brauche immer nur 6 Stunden und bin gestern schon um 10 Uhr eingeschlafen und ganz schnell gerechnet. Wirklich um 4 Uhr bin ich wach und stehe auch auf. Dann stricke ich ein bisschen. Ich muss ja leise sein und das geht gut beim Stricken. Kann ja nicht alle wach machen. Dann mache ich mir einen Kaffee und nach dem Kaffee folgen meine Tees. So, genug dazu. Also wie gesagt, entweder in einem Kräuterkissen als Tee. Für Tee nehme ich dann immer ganz gerne Marmeladengläser, einfach einen Schraubverschluss und dann kann man das schön aufbewahren. Es ist ja trocken und mit einem trockenen Zustand kann nichts passieren. Dann habe ich auch ganz viel Leinen noch von meiner Schwiegermutter. Da mache ich mir einfach so ein paar Säckchen, schreibe das mit einem Stift einfach drauf. Das ist jetzt zum Beispiel mein Frauenmantel. Sollte jede Frau zu Hause haben, den Frauenmantel. Also der ist wirklich ein ganz, ganz, ganz tolles Geschenk der Natur. Ich liebe ihn, ich trinke ihn gerne. Ja, er tut gut, er ist für alles gut, was Frau so bewegt. Pfefferminze lege ich jetzt mal bei der Seite und mache dann nachher weiter, denn ich habe noch ein bisschen mehr was zu erzählen. Ich bin ganz oft gefragt worden in der letzten Zeit, Bärbel, wie machst du das mit den Hortensien? Müssten die trocken sein? Sprühst du die ein? Wann ist die beste Zeit? Also zum Ernten würde ich sagen, die letzten 3 Wochen war es die beste Zeit. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt so sehen könnt. Da liegt, ich will es auch nicht herholen, da hängt einer sehr, sehr schön eingetrocknet. In dem habe ich schon ein bisschen Grün mitverwendet aus der Thuja. Dann habe ich noch ein bisschen Heide verwendet. Dann habe ich schöne rosane Spitzhortensien verwendet, meine eigene alte Bauernspitzhortensie verwendet und ich muss sagen, der ist schon 4 Wochen richtig, richtig schön. Dann habe ich einen an der Haustür. An der Haustür, Sonnenseite, 3 Wochen ging das gut, da war der verwelkt. Und wisst ihr, was ich jetzt gemacht habe? Ich bin einfach hingegangen, habe mal was ausprobiert und zwar bin ich hingegangen und habe den ganzen Kranz mit, ach, da hängt noch mein Kügelchen, das habe ich nicht eingefärbt, das lasse ich einfach hängen, das hatte ich beiseite gelegt, alles in Silber eingesprüht. Hätte jetzt jemand Silberhochzeit, wäre das schon mein Grundgerüst. Der ist natürlich jetzt so nicht fertig. Der ist auch richtig schon ausgepflückt. Vielleicht waren die Vögel da mal dran, keine Ahnung.
Auch das habe ich jetzt schon vor einer Woche gemacht. Ich glaube, ich brauche keine Handschuhe mehr anziehen. Aber wenn ich jetzt ein bisschen silber werde, macht das überhaupt nichts. Passend zu meinem Haar. Jo, den habe ich einfach jetzt eingesprüht. Und jetzt gehe ich hin, darf noch bei meiner lieben Nachbarin Hortensien ernten in rosa und passt sehr gut zu der fetten Henne. Auch die, liebe Doris, liebe Marion, schönen Dank. Denn die fette Henne habe ich nicht so viel in meinem Garten, in unserem Garten. Und ich kann mir das schon so richtig, richtig gut vorstellen, wie das jetzt mit der fetten Henne, mit der Hortensie aussehen wird. Alles schön. Und die fette Henne bleibt auch bestimmt, ich will nicht viel lügen, viel sagen, aber 3 Monate in dieser Farbe. Und wenn sie dann irgendwann andersfarbig wird, vielleicht sprühe ich mir die dann zur Weihnachtszeit nochmal in Gold ein. Gold und Silber oder in Rot. Irgendwas wird mir einfallen. Aber so kommt er demnächst, wenn er fertig ist, erstmal an der Haustür. Ich finde das voll schön. Und dann war ich schon am Sprühen. Da habe ich mir gedacht, Bärbel, was hast du noch mehr? Die Flasche muss leer. Da habe ich auch Äpfel genommen. Wir haben ganz, ganz viele Äpfel im Garten. Und dieses Jahr werde ich kein Apfelmus machen. Ich werde kein Apfelgelee machen. Ich werde nichts verwerten zum Genuss. Weil wir haben noch die Schränke voll. Bei uns ist noch so viel da. Bis jetzt noch nicht. Vielleicht kommt ja irgendwann der Zeitpunkt, wo ich sage, naja, das ist ein Spätapfel. Den kann ich also noch in November ernten. Das weiß ich nämlich noch. Im November habe ich Geburtstag und dann stand meine Freundin da mal vor den Apfelbaum. Bärbel, da sind ja immer noch Äpfel dran. Ich sage, ja, da sind noch Äpfel dran und die kann man immer noch essen. Und dann hat sie den probiert und sagt, boah, ist der ja lecker und richtig süß. Je länger der hängt, je besser schmeckt der. Und die Äpfelchen habe ich jetzt schon einige auch mit Silber besprüht. Erst mochte ich das nicht so gerne tun, habe ich gedacht, was Essbares besprühen. Aber auch so liebe ich das ja zu dekorieren. Warum soll ich mir das teuer kaufen, wenn meine eigenen Äpfel da liegen? Seht ihr, ich habe auch nicht alles angestrichen und besprüht. Und die werde ich dann nachher, 4 Stück habe ich, 4 oder 5 oder 6, ich weiß nicht, wie viel ich noch habe. Ich habe schon einige verschenkt. Weil die meinten, oh Bärbel, ist das eine schöne Idee. Bekomme ich auch 2, 3? Ja, dann, wenn man viel hat, kann man ja auch viel abgeben. Janina, ich komme gleich. Alles gut. Ich mache gerade ein Video. Dann gekauft einen silbernen Frosch. Und da möchte ich euch die Geschichte erzählen zum Frosch. Der Frosch guckt morgens zur Tür hinaus, dann heißt das, komm meine Leute oder komm Glück oder komm, irgendwas soll reinkommen. Und wenn es im Haus ist, dann muss man den Frosch im Raum gucken lassen, damit es drin bleibt. Die Geschichte fand ich mal so schön, dass ich gedacht habe, ich muss mir auch mal einen Frosch kaufen. Und letzte Woche habe ich ein paar Tage Urlaub gemacht bei meiner Freundin in Aurich und da habe ich mir mal einen Silberfrosch gegönnt. Schön mit der Krone. Ja, und der steht da jetzt eine Woche und ich muss sagen, es hat schon geklappt. Also heute Morgen kriege ich wieder Besuch. Ich freue mich schon auf euch zwei beiden. Denn wir wollen ja den 1. Oktober wollen wir einen Workshop machen. Habe ich auch schon ein bisschen auf Facebook und auf meinen Status bei WhatsApp erzählt. 3 sind wir schon. Ich würde mich freuen, wenn noch für Nachmittag sich 3 anmelden und für abends auch nochmal 3 anmelden. Wenn es dann nicht so ist, dann fangen wir in einer kleinen Runde an. Irgendwie wird es immer weitergehen. Das zu der Geschichte meines Frosches, mein Glück, meine Zuversicht und was da meine Dankbarkeit
was da alles sonst noch ist. Jo. Noch ein bisschen mehr eingesprüht. Das war mein Geschenk von meiner Schwester. Es war mal gelb, jetzt ist es silber. Und dann habe ich so ein ganz, ganz schönes Teelichtherz. Das war rot und schon ganz ausgeblichen. Das ist jetzt auch silber und hat richtig, richtig gut die Farbe angenommen. So, das waren jetzt 10 Minuten von mir. Ich wünsche euch einen schönen Freitag. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und ich freue mich über jeden, der zu mir findet, egal wie. In diesem Sinne, machet gut, ich versuche es besser zu machen und ich muss zum Knopf. Tschüss!